Kultur ist ein natürliches Phänomen für den Menschen. Kultur ist religiös. Kultur ist geistig. Sie entsteht im Menschen und der Mensch wird erst durch sie zum Menschen. Unsere Epoche hat den wahren, verborgenen Begriff der Kultur geschmälert. Man könnte auch sagen, verdorben. Die moderne Welt hat ihre ursprüngliche, heilige Bedeutung vergessen. Insbesondere die westliche Logik verwechselt oft Kultur mit Zivilisation, das Ewige mit dem Vergänglichen. Aber können wir heute behaupten, die Tiefe der Bedeutung des Begriffs Kultur und die Bedeutung der Kultur für die Menschheit zu verstehen? Die Hauptaufgabe der Kultur besteht darin, der Menschheit eine verlorene geistige Einheit zu geben. Nikolai Röhrig, ein bekannter Künstler, Gelehrter, Jurist und Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, sah in der Kultur eine Kraft, die in der Lage ist, die Welt zu beleben, zu veredeln und vor den Katastrophen und Krisen der Moderne zu retten. Er war davon überzeugt, dass Baudenkmäler, Gemälde, Bücher, Ikonen, alle Kunstwerke, die von der Menschheit seit der Steinzeit geschaffen wurden, das Fundament der Kultur sind, auf dem die Zukunft der menschlichen Gesellschaft aufgebaut werden sollte. Um diese hohe humanistische Idee zu verwirklichen, schlug Röhrig vor, die Bemühungen der Völker der Erde zum Schutz des kulturellen Erbes der Welt zu vereinen. Aber vielleicht wird die Menschheit erst in der Zukunft das große Vorhaben von Nikolai Röhrig vollständig verstehen und würdigen. Ein Vorhaben, das juristisch dokumentiert und heute als Röhrig-Pakt unter dem Banner des Friedens bekannt ist. Dieses Abkommen wurde am 15. April 1935 in Washington von Vertretern aus 21 Ländern beider Amerikas unterzeichnet. Der Unterzeichnung des Paktes gingen umfangreiche aufklärerische Aktivitäten voraus, in deren Rahmen drei internationale Konferenzen stattfanden. Im Jahr 2022 jährt sich zum 90. Mal die zweite internationale Konferenz zur Unterstützung des Röhrig-Paktes und des Friedensbanners, die im belgischen Brügge stattfand. Es sei daran erinnert, dass es sich hierbei um eine öffentliche und zivile Initiative handelte, die einen starken Impuls für die Einsicht in die Bedeutung des Schutzes des kulturellen Erbes und die Gestaltung eines weltweiten Ansatzes zu diesem Thema gab. Die ersten Komitees des Röhrig-Pakts und des Friedensbanners wurden 1929 in New York sowie 1930 in Paris und Brügge gegründet. Ziel dieser Komitees war es, die Ideen der Notwendigkeit eines unmittelbaren Schutzes des kulturellen Erbes der Menschheit zu fördern. Auf Initiative der Öffentlichkeit in Europa, namentlich in der belgischen Stadt Brügge, wurden die ersten internationalen Konferenzen zur Unterstützung des Röhrig-Pakts, auch Friedensbanner-Projekt genannt, abgehalten. Die erste internationale Konferenz zum Röhrig-Pakt fand vom 13. bis 15. September 1931 statt und löste in den verschiedensten Kulturkreisen große Begeisterung aus. In den Tagen der ersten internationalen Konferenz wurde das Friedensbanner zum ersten Mal geweiht. Diese Weihe fand in der Heiligblutbasilika zu Brügge statt. Nikolai Röhrig, der diesem Ereignis große Bedeutung beimaß, merkte an, dass das Friedensbanner die universelle Sorge um das geistige und kulturelle Wohlergehen symbolisieren sollte. Genauso wie das Rote Kreuz die gemeinsamen Gefühle aller Völker für das körperliche Wohlergehen zum Ausdruck bringt. Die zweite internationale Konferenz zur Unterstützung der Ideen des Röhrig-Pakts fand 1932 ebenfalls in Brügge statt. Es war kein Zufall, dass Brügge zu einem europäischen Zentrum für die Förderung humanistischer Ideen zum Schutz universeller Kulturdenkmäler wurde. Die Geschichte von Brügge reicht bis in die Zeit zurück, als die Normannen in dieses Gebiet kamen. Mit der Zeit, von der ersten Burg, die der erste Graf von Flandern, Balduin mit der eisernen Hand errichten ließ, über die Kanäle, die das Gebiet mit der Nordsee verbanden, entwickelte sich die Stadt zu einem wichtigen Hafen und einem der bedeutendsten Handelszentren Nordeuropas. Und so spielte Brügge im 14. und 15. Jahrhundert eine wichtige Rolle im Handel zwischen Ost und West. Jedoch führten im 16. Jahrhundert die politischen Umstände sowie die natürliche Versandung der Kanäle, die die Stadt mit dem Meer verbinden, zum Niedergang der goldenen Zeit der Stadt. Die Armut der vergangenen Jahrhunderte schien allerdings den Weg für den heutigen Reichtum der Stadt geebnet zu haben. Viele historische Gebäude haben den Lauf der Zeit überdauert und Brügge zu dem gemacht, was es heute ist. Eine typisch mittelalterliche flämische Stadt. Brügge ist eine Stadt, die als Symbol für viele große Namen steht. Die Maler Memling, Van Eyck, Van der Weyden. Auch die Namen berühmter belgischer Dichter, Schriftsteller und Dramatiker wie Verheeren, Rodenbach und Maeterlinck sind untrennbar mit Brügge verbunden. Nikolai Röhrig nannte die Stadt das unvergleichliche Brügge,
dessen Bilder in vielen seiner Gemälde und Theaterszenen weiterleben. Die außergewöhnliche historische Atmosphäre der Stadt, insbesondere ihre Kultur und die Sorgfalt und das Engagement ihrer Bewohner haben dazu geführt, dass die Altstadt von Brügge im Jahr 2000 als Weltkulturerbe anerkannt wurde. Aber gehen wir zurück in die 1930er Jahre, als Camille Tulping, Präsident der Königlichen Gesellschaft für Denkmalpflege in Belgien, vorschlug, Brügge zu einem Zentrum für die Verbreitung des Röhrichpaktes zu machen. Hier wurde die Internationale Union des Röhrichpaktes gegründet. Wie klein im Vergleich zum Planeten, aber wie groß in der Zeit ist diese Stadt, von der aus ein noch nie dagewesener einstimmiger Ruf an die Nationen ertönt, die Vollkommenheit der Schönheit zu bewundern. So sprach Camille Tulping in seiner Rede auf der Konferenz. Der Röhrichpakt sieht vor, dass die Vertragsparteien die kulturellen Errungenschaften jeder Nation ehren, unterstützen und schützen. Alle Denkmäler von kultureller Bedeutung, künstlerische und wissenschaftliche Missionen, Kunstwerke und Kulturchroniken sind als neutral zu betrachten. Sie sind sowohl in Kriegs- als auch in Friedenszeiten zu respektieren und mit einem besonderen Emblem, dem Friedensbanner, zu versehen. Dieses Banner basiert auf dem Zeichen der Dreifaltigkeit, das über die ganze Welt verstreut und auf vielen Kulturdenkmälern verschiedener Epochen abgebildet ist. Seit der ersten Konferenz gab es zahlreiche Unterstützungsschreiben für die Ideen des Röhrichpakts zum Schutz von Kulturgütern. Die Zahl der Unterstützer wuchs und brachte sehr gute und bekannte Namen mit sich. Gleichzeitig wuchs natürlich auch die Zahl der Neider, Verleumder und Missgünstigen, für die alle Schätze des menschlichen Geistes nur ein Hindernis für ihre egoistischen Pläne und merkantilen Bestrebungen darstellen. So schrieb Nikolai Röhrich an Karl Taube in seinem Brief vom 13.02.1932. Trotz der schwierigen Zeiten berief die Internationale Union des Röhrichpaktes unter dem Vorsitz von Camille Tulping im August 1932 die zweite internationale Konferenz zum Röhrichpakt ein. Die Konferenz fand vom 7. bis 9. August im Grand Hotel statt und wurde von Vertretern aus 23 Ländern Europas, Asiens, Afrikas und Amerikas besucht. Die Konferenz stand unter der Schirmherrschaft von Dr. Mineshiro Adachi, Präsident des Ständigen Internationalen Gerichtshofs in Den Haag, und wurde im Namen von König Albert von Belgien und dem Premierminister des belgischen Kabinetts begrüßt. In seiner Ansprache auf der zweiten Konferenz schrieb Nikolai Röhrich, dass in dem einen Jahr seit der ersten Konferenz in Brügge neue bedauerliche und unersetzliche Zerstörungen sowohl von Kunstgegenständen als auch von Buchbeständen aus einer Reihe von Ländern gemeldet wurden. Er wies darauf hin, dass der Krieg zwar die Denkmäler der Schöpfung grausam bedroht, aber auch außerhalb offizieller Kriege, in den anderen Auseinandersetzungen der Menschheit, diese Denkmäler nicht weniger gefährdet sind. Nikolai Röhrich rief die Teilnehmer der Konferenz auf, die Ideen des Paktes zu verbreiten und auf die Bedeutung seines Zeichens, des Friedensbanners, hinzuweisen. Der Pakt zum Schutz von Kulturgütern wird nicht nur als offizieller Vertrag benötigt, sondern als ein Bildungsgesetz, das von den ersten Schultagen an die junge Generation mit den edlen Ideen über die Bewahrung der wahren Schätze der gesamten Menschheit erzieht. Der wichtigste Beschluss auf der zweiten Konferenz war ein Appell an alle Länder, den Röhrichpakt als internationales Instrument anzuerkennen. Während der zweiten Konferenz wurde trotz der äußerst schwierigen politischen Zeiten, die Belgien erlebte, eine Ausstellung organisiert, in der etwa 6000 Fotos von Baudenkmälern gezeigt wurden, die aufgrund ihrer Einzigartigkeit besonders geschützt werden mussten. Aus dieser Ausstellung entstand die Idee, eine Liga der internationalen Kunststädte zu gründen und Städte wie Rom, Venedig, Brügge, Padua, Rouen und andere zu unantastbaren Museumsstätten zu erklären. Die Ausstellung zeigte auch 18 Gemälde von Nikolai Röhrich. Neben dem katholischen Thema, allen voran das Gemälde Madonna Oriflamma, waren auch Gemälde aus der Zeit der zentralasiatischen Expedition der Röhrichs ausgestellt. So der heilige Franziskus, Sophia die Weisheit, der Weg zum Kailas, Chenrezig, Palden Lamo und andere. Königin Elisabeth von Belgien nahm sich die Interessen der Ausstellung zu Herzen und Nikolai Röhrich schrieb an seine Briefpartner, dass der Ausstellungssaal mit seinen Bildern mit dem Namen von Königin Elisabeth eingeweiht werden könnte, die die beste Hüterin unserer Ideen sein würde. Die britische Presse wie The Times, The Daily Mail und The Daily Telegraph berichteten über die Ausstellung, die ein großer Erfolg war.
Auf Beschluss der Zweiten Internationalen Konferenz für den Röhrig-Pakt wurde im August 1932 in Brügge eine neue internationale Organisation gegründet. Fundatio Röhrig pro Pace, Arte, Scientiae et Labore, die Röhrig-Stiftung für Frieden, Kunst, Wissenschaft und Arbeit. Mit dem Ziel, die Ideen des Paktes auf jede erdenkliche Weise zu fördern und ständige Kontakte mit den internationalen Kunstkomitees des Völkerbundes und dem Präsidium der Konferenz für die Rüstungsbegrenzung herzustellen. Diese Stiftung, so Nikolai Röhrig, sollte in erster Linie danach streben, jungen Menschen zu helfen, die Kunst aller Länder zu verstehen, in ihnen die Liebe zur Schönheit, auch zu den gewöhnlichen Dingen, zu wecken. Internationale Beziehungen mit einem Minimum an Schwierigkeiten und Kosten durch ein System des Studentenaustauschs zu fördern. Durch einen Erlass des Rates der Stadt Brügge vom August 1932 wurde ein Gebäude am Van Eyck Platz 8 für die Einrichtung des Nikolai Röhrig Museums bereitgestellt. Der Direktor des Museums, Camille Tülping, hat viel Arbeit in die Organisation des Museums gesteckt. Nikolai Röhrig, der selbstlos im Namen der Kultur arbeitete, kann getrost als wahrer Kulturapostel bezeichnet werden. Der Name Röhrig wird in die Geschichte eingehen als der Name eines Mannes, der mehr für die Entwicklung von Kunst und Kultur und für die Erreichung eines dauerhaften Friedens getan hat, als jeder andere, ob jetzt oder in der Vergangenheit. So der Auszug aus einem Artikel in der Londoner Zeitschrift Around the World. Die bittere Erfahrung unserer Geschichte zeigt, wie notwendig ein internationaler Vertrag zum Schutz des kulturellen Erbes war. Und die europäischen Länder können nur den verlorenen Moment bedauern, in dem die Unterzeichnung des ersten internationalen Abkommens zum Schutz von Kulturgütern des Röhrig-Pakts den Lauf der Geschichte hätte verändern können. Die Verluste der Weltkriege des 20. Jahrhunderts und der Kriege in den heutigen Tagen sind nicht wieder gut zu machen. Denn selbst die Restaurierung eines völlig zerstörten Baudenkmals kann nicht diejenige Energie zurückbringen, die die alten Meister durch ihr schöpferisches Wirken in es hineingelegt haben. Ein solches Denkmal wird immer nur eine Kopie bleiben. Viele historische Städte haben in den Kriegen des 20. Jahrhunderts gelitten und wurden sogar vollständig zerstört. Brügge hatte Glück, oder besser gesagt, es hatte Schutzengel, die es vor der drohenden Zerstörung bewahrten. Besonders zu erwähnen ist ein Moment in der letzten Phase des Zweiten Weltkriegs, als vom deutschen Oberkommando der Befehl kam, Brügge in Schutt und Asche zu legen. Die Artilleriegeschütze waren nur 18 Kilometer von der Stadt entfernt, sodass es nicht viel Mühe gekostet hätte, dies auch zu tun. Befehlsverweigerung, insbesondere gegenüber einem Oberkommando, war in der deutschen Armee keineswegs selbstverständlich. Doch der Kommandant Immo Hauptmann befolgte den Befehl nicht. Und so überlebte die Stadt. Vielleicht war es einfach nur Glück, aber die Stadt Brügge dürfte Immo Hauptmann ewig dankbar sein. Wir können aber auch sicher davon ausgehen, dass die Weihe des Friedensbanners in der Heiligblutbasilika im Jahr 1931 und die Abhaltung zweier Konferenzen zum Schutz der Kultur die Schätze der alten flämischen Stadt bewahrt haben. Den jüngeren Generationen wollen wir wiederholt sagen, dass die allerbesten Perioden der Menschheitsgeschichte Aufschwung und Wohlstand dort gebracht haben, wo eine Tradition der Verehrung und Achtung von Kultur gewachsen ist, schrieb Nikolai Röhrig. In der Tat, in der gegenwärtigen Unruhe der Welt, in den außergewöhnlichen Schwierigkeiten, sowohl geistig als auch materiell, erlangt die Frage der Aufmerksamkeit für die Denkmäler der Kunst und des Wissens eine ganz besondere historische Bedeutung. Nikolai Röhrigs Worte, dass die Konferenz von 1932 in Brügge als solche bereits ein echtes historisches Denkmal ist, sind zutreffend. In ihrem Wesen ist Kultur eine internationale Sprache, ein Bindeglied zwischen den Völkern. Kultur ist die Brücke, die unsere Begegnungen so freundschaftlich macht. Sie ist der Schlüssel, der unsere Herzen öffnet. Der Röhrig-Pakt hat die größte kulturelle Bewegung unserer Zeit in Gang gesetzt und damit eine wunderbare Seite in der Geschichte der Zivilisation aufgeschlagen. Noch gibt es erst weniger solcher Seiten im Leben der menschlichen Gemeinschaft. Aber es werden noch viele weitere folgen, wenn die Menschheit erkennt, dass die Menschen mit jeder Bewegung ihrer Hand und jedem Impuls ihres Geistes zu Schöpfern und Beschützern des Schönen werden müssen.